Rosa Horrors des Zinsch, wirbelnde Zerstörer, Petzer, kreiselnde Kicherer. Es ist nahezu unmöglich, Horrors zu beschreiben, denn sie sind das ungezügelte Chaos, das durch den Willen Zinsch eine sich ständig windende und energetische Form erhalten hat. Sie haben keinen statischen materiellen Körper, doch manchmal nehmen sie eine erkennbare Form an, während sie manch anderes Mal nur eine undefinierbare Masse aus Farben sind, die über das Schlachtfeld springt und klettert. Doch trotz allem kann man sagen, dass Horrors über zwei verschiedene Stadien verfügen, die Rosa und die blauen Horrors. Rosa Horrors können an ihrer leuchtenden rosa Haut und ihrem schrillen Gelächter erkannt werden. Sie wirbeln in frenetischer und kaum kontrollierbarer Ekstase umher, während sie wie Wahnsinnige kichern. Energieblitze schießen aus den Fingerspitzen der Rosa Horrors und baden den Feind in rosafarbenes Feuer, während die Dämonen über das Schlachtfeld hüpfen. Das Ausüben dieser Zauber erfüllt die Rosa Horrors mit Freude und sie geben ihre Belustigung in Form hoher Töne von sich, während die Energie aus ihren erhobenen Händen bricht. Wenn er verwundet wird, stößt ein Rosa Horror ein letztes Mal wahnsinniges Gekicher aus, bevor er sich rapide in einen ektoplasmischen Haufen geronnener Magie verwandelt. Mit einem charakteristischen Freudenschrei verändert sich die Farbe dieser Pfütze und sie teilt sich in zwei blaue Horrors. Blaue Horrors sind kleinere Nachbildungen ihrer Erzeugerdämonen, doch ihr Temperament unterscheidet sich sehr stark. Sie sind mürrisch und arglistig, wie bösartige Kinder, und sie tragen beständig ein finsteres Gesicht zur Schau, während sie sich höhnisch und verbittert durch einen Kampf arbeiten. Nachdem sie geschaffen wurden, schließen sich die blauen Horrors schnell ihren Brüdern an und bringen eine tiefere, jammervolle Note in das Geheul der Gruppen, während sie an den Gegner heranzukommen versuchen, um das Leben aus ihm herauszupressen. Da sie magisch erzeugte Sklaven des Zinsch sind, hält man Horrors für entbehrliche Puppen eines sorgfältig ausgeklügten Plans. Sollte ein Diener von größerer Macht benötigt werden, erschafft Zinsch einen Herold, einen stabileren Typus von Horror. Herolde besitzen den gleichen Farbton wie ein rosa Horror, doch sie verwandeln sich nicht in zwei blaue Horrors, wenn sie geschlagen werden. Stattdessen erlaubt es die gebundene Energie eines Herolds, seine Form kontinuierlich zu halten. Sie saugt Fleischsegmente zurück in seinen Körper, um sie durch frisches Protoplasma zu ersetzen. Diese Dämonen besitzen genug Verstand, um andere rosa Horrors konstant ohne die Anwesenheit eines Herrschers des Wandels zu lenken, und sie entfesseln vernichtende Zauberei gegen die Feinde des Zinsch. Doch gefährlicher als dies ist die Gabe der Vorsehung eines Herolds des Zinsch. Indem sie ihren Geist in den Strom der Zeit projizieren, können sie sich selbst und die rosa Horrors in ihrer Nähe schützen. So bauen sie eine Verteidigung auf, die auf Wahrscheinlichkeit statt Zufall basiert. Horrors sind rosa, Horrors sind blau. Wo einst einer war, sind nun zwei.